Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Farm-Vlog. Es geht weiter beim Neumachen. Die nächsten Flächen sind dran, beziehungsweise, ja doch, Flächen. Vier Stück sind es insgesamt, glaube ich, ja, 8,5 Hektar müssen das sein. Niklas kommt gleich mit seinem Mähwerk und ich fahre gleich mit dem IAC und Wender los. Gleich hinterher den Kram auseinander machen, soll nämlich gutes Wetter werden. Ja, in der Zwischenzeit habe ich, als ich warten musste, noch ein paar Wickelbeine schon mal weggestapelt, dass das schon mal hier vorangeht. Und die alten Krähen, hier sind schon die ersten Krähen, ne? Da, ich weiß nicht, die kriegen das so schnell spitz. Und eine Katze war da eben oben schon auf dem Turm, ich krieg die Krise. Noch nicht mal fertig gestapelt, die ersten laufen da schon überhin, aber so habe ich noch keine Kratzer gesehen zum Glück. Ja, ich habe den Trecker hier so ein bisschen als Vogelscheuche, sage ich mal, hingestellt, dass sie nicht unbedingt da landen, aber das wird ihnen wahrscheinlich sowieso nicht viel ausmachen. Naja, mal gucken, dass ich noch heute Abend schaffe, ich das auch nicht morgen Abend den Rest hier ranstapeln kann und dann kommt dann Netz überhin und dann soll das hoffentlich gut sein. Ja, ja, wie gesagt, Niklas kommt jetzt gleich, IAC tankt gerade noch ein bisschen und dann geht das weiter. Oh, ich hatte letzten Vlog sogar noch ein Malheur, habe ich gar nicht gezeigt, weil die ollen Ballen so festgepresst waren. Anhänger in Arsch, aber richtig. Wobei das erste war, die Kette hatte sich hier irgendwie gelöst. Die ist ja normalerweise da, um die Klappe und die zusammenzuhalten, wenn man Korn fahren will. Also die habe ich ja nie dran. Die ist irgendwie, weiß ich auch nicht, rumgeschlagen, also lief auf der Straße mit und dann ist das Rad da einmal rübergelaufen. Da war natürlich die erste Bulle rausgerissen. Ja, dann den nächsten Ballen darauf gesetzt, ein bisschen zurückgeschoben und dann war es ganz hin. Naja, schade. Ich habe zwar noch eine Klappe liegen, eine ganze quasi, ich muss mal gucken, ob die ranpasst. Ansonsten, also den Aufwand, eine neue Klappe daran zu bauen, ist mir eigentlich zu hoch für den Anhänger. Aber zum Wegschmeißen ist er mir eigentlich auch zu schade. Bremsen gehen, neuen Reifen drauf, Licht geht. So ist er halt top, ne? Meine Überlegung ist eigentlich davon, einen Ballenwagen zu machen. Also hier, da ist ja richtig Stahlträger da. Irgendwie einen Winkel anschweißen und dann da zwei Leitplanken draufzulegen. Und hinten auch noch irgendwie ein Rohr, dass man da noch schön Ballen mitfahren kann. Dafür ist er eigentlich top. Naja, aber das wann anders. Jetzt erstmal ein bisschen Heu. Irgendwas wollte ich noch erzählen, glaube ich. Achso, der letzte Vlog, den ihr hoffentlich schon gesehen habt. Was ist das? 255 oder so? Glaube ich. Der sollte eigentlich schon früher online kommen, aber irgendwie finde ich das Aufladekabel von meiner GoPro nicht, beziehungsweise das Verbindungskabel, damit ich die Dateien rüberziehen kann. Keine Ahnung, das war immer am PC, ich mache meinen Laptop auf, wollte schneiden, Kabel weg. Nirgendwo gefunden bis jetzt, keine Ahnung. Ich hoffe, ich finde es noch, ansonsten kommt das wahrscheinlich alles in einen Vlog. Aber das will ich nicht hoffen. Naja, so, ich warte noch mal eben, bis die letzten Liter hier reingelaufen sind. Aber das sollte ja eigentlich reichen, oder wie viel ist da drin, oder muss da noch mehr rein? Naja, das sollte reichen. Und morgen bringe ich dann noch einen Kanister mit. Ich frage mal den Mann, wo ich da die Fläche jetzt her habe. Das ist zwei Dörfer weiter, ob ich den Trecker da stehen lassen kann bei ihm auf dem Hof. Dann muss ich da nicht immer hin und her. Dann bringe ich da morgen Auto mit hin und dann kann ich immer hin und her fahren. Oder Niklas kann mich nachher eben hier mit auf den Hof bringen, nehme mein Auto mit. Irgendwie so. Das muss ja nicht sein, dass ich andauernd hier hin und her düdel. Das kostet ja alles nur Zeit. Ja, aber hinter IH macht der Wender schon ein bisschen besseren Eindruck. Zu dem Wender, die Ersatzteile sind gekommen, aber ich weiß noch nicht genau, ob die hundertprozentig passen. Christoph meinte nein, ich weiß es noch nicht, man muss die nochmal richtig zusammenhalten. Also da war dieser Träger quasi, hat einen kleinen Knick, deswegen lief der eine Kreisel immer nicht so schön. Und Christoph meinte, dieses Dingsbums hier, wo die Schraube sitzt, ist bei dem anderen in einem anderen Winkel. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich ein anderer Winkel war oder ob das nur so aussieht, weil das Ding etwas verzogen ist. Ansonsten müssen wir es vielleicht mal ranbauen. Naja, gucken wir mal. Das soll hoffentlich morgen passieren. Deswegen das erste Mal mache ich jetzt mit dem auseinander. Und dann soll der große Wender eigentlich laufen. So, geht los. Aber nochmal eben einen kleinen Lifehack meinerseits, den ich eigentlich immer anwende. Wir haben gestern einmal Pizza bestellt. Und ich bestelle immer eigentlich zu viel. Dann hat man für den nächsten Tag immer so ein kleines, was man mal eben auf der Hand snacken kann. Das ist ganz angenehm, da freut man sich immer. Also ich zumindest. Ehrlich, Abfahrt. So, erster Schnitt 1.1. erste Fläche mähen wir jetzt an. Aber auch richtig schönes Gras und Stoff ohne Ende. Ja, das kann man so aushalten. Sehr schön. Niklas mäht jetzt erstmal eben alle Flächen rum. Der Eigentümer sitzt eben mit ihm auf dem Trecker. Wir mähen überall einmal rum, dass er weiß, wo Schächte sind und dies und das und die Grenzen sind. Ja, dann läuft das. Heute Morgen war noch ein Jäger überall einmal durchgelaufen, oder ich habe schon erzählt,
Rehe noch mal eben rauszuscheuchen bzw. Kitze zu suchen. Ich weiß nicht, ob die jetzt was gefunden haben, aber die Kitze sind eigentlich relativ groß schon. Ich hatte zwei beim Mähen letztes Mal gesehen, die sind von alleine rausgelaufen, die waren schon relativ groß. Naja, so, ich fahre jetzt gleich mit dem Bender hinterher. Ja, und dann setze ich gleich wieder mit um. Aber frisch ist das irgendwie geworden, weiß ich auch nicht. Ein paar Hektar noch eben machen. Niklas mäht fleißig weiter, da hinten ist er, eine Fläche muss er noch und ich mache jetzt aber Schluss, weil mein Bender kaputt ist. Scheiße. Ich weiß nicht, irgendwie der Teller ist abgesackt, man sieht ja, wie groß der Spalt hier jetzt ist. Normalerweise darf da kein Spalt sein. Und der hat jetzt keinen Anschluss mehr zu dem Ritzel hier oben quasi. Also den Teller kann ich so einfach hochheben, dann wird es auch wieder funktionieren, wenn ich den Teller hochhebe. Ja, keine Ahnung, warum der jetzt abgesackt ist. Christoph, such mal eben eine Explosionszeichnung raus und dann ja, gucken wir mal, ob wir das so schnell irgendwie noch hinkriegen. Na gut, das hat sich jetzt gerade ganz erledigt. Ja, ich wollte gerade mal eben nach oben fahren, auf einmal klalong, da war er raus. Scheiße! Oh, läuft wieder. Nur mit einem Kreisel weniger. Ich wollte gerade wegfahren, auf einmal sagt das plupp. Und dann war der Kreis einfach auch noch rausgefallen, weiß ich auch nicht. Da muss irgendwie ein Scherstift weg sein. Naja, Niklas mäht jetzt gerade die letzte Fläche. Ich kriege jetzt einfach so noch ein bisschen, dass er ein bisschen auseinanderkommt. Und dann ja, kommt der. Ah, der olle Akku. Also der kommt morgen früh natürlich gleich in den Werf, dass das wieder fertig gemacht wird. Ich kriege jetzt nicht die ganze Holzsaison mit 3 kr ran. Nächster Tag und 611 am Einsatz. Und zwar wollen wir wenden. Hatte ich das gestern überhaupt noch gezeigt? Der andere Wender hatte jetzt ja ganz den Kreis aufgegeben. Ich hatte zusammengeklappt, wollte eigentlich wegfahren und einmal sagt das plupp und dann war der Kreisel ganz unter raus. Ja, naja. Aber gute Nachbarn muss man haben. Vielen Dank, Bjarne. Ich durfte sein oder darf sein heute eben benutzen. Das hilft auf jeden Fall, dass das ganze Graschwatsch immer auseinanderkommt. Aber das, was ich gestern gewendet habe, oben drauf echt schon ganz gut trocken. Ich kann nicht gedacht, obwohl das so eine Matte ist, aber ja. Ist auf jeden Fall wichtig, dass das jetzt einmal auseinanderkommt. Ja, zum Wender 8 Kreisel Kuhn. Bin ich mal gespannt, wie der läuft. Hinter dem 611 macht er eigentlich eine ganz gute Figur. Aber kann man auch merken, dass er noch eine Ecke schwerer ist als ein 6 Kreisel, ist ja klar. Aber doch im Schlachtloch oder so, da merkst du ja schon, wie der ein bisschen vorne wippt, der 611. Aber schönes Gespann eigentlich. Bin auch noch am Überlegen, ob ich meinen auch nochmal umsetze, meinen 6 Kreisel und dann auch was Größeres her oder was anderes zumindest. Muss ich mal gucken. Das ist jetzt ein GF8702. Ja. Hat auch Grenzsteuereinrichtungen. Mal gucken. Im Moment habe ich noch kein Steuergerät frei. Da ist der Oberlenker noch dran. Aber das geht wirklich tipptopp, ne? Auch beim Anbauen und jetzt beim Einstellen. Ich hatte den eben auf dem Pflaster einmal kurz eingestellt. Machst den Oberlenker lang, dann passt das einigermaßen. Und jetzt beim Hochmachen wird er sonst unten ziemlich weit am Boden. Ja, ein bisschen ranziehen und 1A. Musst du nicht mehr absteigen, kurbeln. Top, weil in dem Steckdose ist jetzt der Oberlenker drin, da ist Ausklappen drin und eine habe ich ja noch frei, aber das ist leider nur eine einfach wirkende. Und ich baue für die Grenzsteuereinrichtung doppelt wirkend. Mal gucken, entweder wenn ich eingestellt habe, stecke ich den Oberlenker eben aus oder ich fahre ohne Grenzsteuereinrichtung. Muss ich gleich mal eben gucken, aber ich stelle mir eben alles ein, dann sehe ich, dass ich loskomme. Aber ich muss sagen, der Bender gefällt mir. Erstmal eine schöne Arbeitsbreite, passt genau mit dem Abstand vom Mähwerk, immer ja, ein Frontmähwerk und zwei Heckmähwerk rein, das passt genau. Ja, schmeißt tut auch ganz gut eigentlich. Ich bin zufrieden. Das hätten wir schon mal, alle Flächen fertig. So.
Und die beiden Flächen, das ist hier, ja, was macht das sein? 3/4 Hektar ungefähr und dahinter auch nochmal. Die habe ich jetzt auch zum ersten Mal durchgekehrt, aber das riecht richtig schon nach Heu irgendwie. Ich weiß gar nicht warum, obwohl das halt noch relativ feucht ist. Aber wirklich schönes Gras und auch viel hier drauf wieder. Ich denke, mit die beiden Flächen werde ich in HD-Ballen machen. Ja, die Zuwegung ist nicht ganz so gut. Ich denke mal, dass ich das dann mit Schleuderpress, dass ich die in Gitterwagen habe. Sonst fallen mir die da gleich beim Wegfahren alle raus, wenn man die lose stapelt. Naja, so. Nächster Tag, nächster Wender im Einsatz. Auch ein Kuhnwender, diesmal ein GF 8712. Ich weiß gar nicht, was ich gestern hatte. Den haben wir uns jetzt von der RWG Heinschenwalde ausgeliehen. Teilen wir uns jetzt mit einem anderen Landwirt quasi, aber es passt ganz gut. Der kehrt immer bis, ja, frühen Nachmittag, sag ich mal, und danach hole ich den. Dann komme ich sowieso von der Arbeit und ja, mach meinen Kram dann fertig. Dann passt das eigentlich immer ganz gut. Ja, wird nach Hektar abgerechnet, aber ja, immer noch günstiger, als wenn ich jetzt einen anderen kaufe. Ich hatte auch schon geguckt auf eBay, da waren ein, zwei drin, da war ich am Überlegen, ob man die jetzt kurzzeitig nochmal eben schnell kauft für diese, ja, Heusaison oder für diesen Durchgang quasi und dann wieder veräußert, aber ja, so ist auf jeden Fall günstiger und auch einfacher. Ja, jetzt hat man halt nur das Gefahren, ne? Weil man sich das mit einem anderen Land teilen muss und immer hin und her fahren und den holen und hier dann her, aber mein Gott, dann ist das so. Dauert wahrscheinlich trotzdem genauso lange, als wenn ich mit dem Sechskreisel wenden würde. Die Fahrzeit quasi gerechnet, das bisschen, was ich da hinfahre und hier hin. Zum Umsetzen dauert wahrscheinlich genauso lange, als wenn ich mit dem Sechskreisel alles kreise. Naja. Aber zumindest jetzt habe ich jetzt einen guten Wender erstmal. Mit einer guten Arbeitsbreite. So, einer hat in den Kommentaren auch noch gefragt, er macht zum ersten Mal Heu dieses Jahr und möchte mal eben wissen, wie der Wender eingestellt wird. Also ich filme gerade wieder mit dem Handy, deswegen blöde Aufnahmen gerade. Also, das Ganze stellt zu, wo ist er da, über den Oberlenker ja ein, zumindest bei so einem Wender. Und dann soll das so eingestellt werden, dass er natürlich nur in der Stoppel so ein bisschen kämmt, auf keinen Fall in den Boden, dass da kein Schmutz ins Futter kommt. Man kann das Ganze auch erstmal auf dem Pflaster einstellen und dann kannst du ja messen, wie viel Abstand zum Boden die Zinken haben. Ich hätte den gerne noch einen kleinen Tick höher gestellt normalerweise, aber der Oberlenker ist leider schon zu Ende. Der hätte ein bisschen mehr ausfahren können. Ja, aber geht so, der kriegt keine Erde mit. Deswegen soll man beim Mähen auch schön darauf achten, dass die Stoppeln lang genug sind, dass man nicht mit dem Wender wirklich so tief muss und dann doch mal Erde erwischt. Das fängt beim Mähen halt schon an, die Futterqualität, ne? Immer schön lange stoppeln lassen. Dann ist das ganze Einstellen von den nachfolgenden Arbeitsgeräten auch einfacher. Ja, aber ansonsten viel mehr ist eigentlich nicht bei beim Einstellen. Immer schön gucken, dass da keine Erde mit ins Futter kommt und dann passt das eigentlich. Also wenn du so einen kleinen hast noch zum mit der Hand kurbeln, stellst du das da halt ein. Wenn er meinetwegen in der Ackerschiene läuft. Ja. So, weiter geht's, bisschen Fläche schaffen. Und letzte Fläche. So, beim Ausklappen. Oh, wie mache ich das denn jetzt mit einer Hand? Mal gucken. Hier einmal ziehen, einmal, so, dann kann ich den schon wieder loslassen. Ja, das Doppelbeckensteuergerät habe ich den jetzt. Ich habe den jetzt so ein ganz kleines bisschen angehoben, nicht, dass er zu tief in den Boden senkt. Das ist nämlich alles Moor, das ist nicht, ist was anderes als auf dem Sand, sagen wir mal so. Ich mache das beim Wenden immer so, gestern bin ich so rumgefahren quasi. Und heute fahre ich dann einmal genau andersrum. Das hat den Grund, damit ich dann immer alles gut mitkriege. Wie zeige ich das am besten? Bestes Beispiel ist vielleicht ein Gulli. Wenn das jetzt ein Gulli ist und ich das erste Mal so fahre, dann wegen ziemlich nah da dran, und dann den Schlenker mache, dann ist der ganze Bereich ja nicht gewendet. So, jetzt komme ich nächstes Mal vom anderen Ende andersrum und fahre dann so und dann kann ich so Schlenker machen. Dann habe ich das wieder mitgewendet und das nicht. Ich glaube, das ist einigermaßen logisch. Auf jeden Fall hat man dann weniger Fehlstellen drin, wenn man das auch mal nicht so gut so sehen kann, wo man schon gewesen ist und so. Ja, das ist eigentlich der Hintergrund, warum ich das so mache. Oh, jetzt mal eben Krankentransport hier, den verlorenen Stern mal eben bergen. So. So, endlich wieder aufnehmen mit der GoPro. Das gefällt mir also vom Vloggen her auf jeden Fall viel schöner als mit dem Handy. Aber Aufnahmen sind natürlich vom Handy schöner. Ich habe gerade den Wender wieder geholt. Wir wollen
den letzten bzw. vorletzten Wendedurchgang jetzt eben machen. Für die meisten Flächen jetzt den letzten und für die, wo ich jetzt gerade hinfahre, den vorletzten. Ich denke mal, die werde ich morgen gegen Mittag noch einmal durchwenden, weil hier so viel Stoff drauf ist. Das ist dann doch sicherer. Der Rest sollte aber normalerweise schon sein. Boah, das ist aber eine Stasi, ey. Im letzten Block haben wir auch schon ein paar Fragen, ob der 611 jetzt repariert ist mit der Kopfdichtung und so. Oder was damit ist, weil ich den jetzt erfahre. Ich fahre ihn jetzt ja auch. Ich hatte es, glaube ich, schon mal gesagt. Irgendwann war ja mal das ganze Wasser weggelaufen, deswegen ist er einmal warm geworden. So, ich hatte aber jetzt die letzte Zeit überhaupt nicht mehr das Problem, dass da irgendwie Wasser weggelaufen ist. Und mal gucken, hier kommt ein Pferdchen. Dass ihr das nicht erschreckt. Sofort. Mal eben schalten und alles wieder beisammen kriegen. So. Jetzt geht's wieder. Also, Wasser war die letzte Zeit überhaupt nicht mehr weg und auch keine Schlieren im Öl und gar nichts. Ich habe keine Ahnung, warum der das einmal hatte. Ob da vielleicht der Dichter nur, der Kühler undicht war oder so, warum das Wasser weggelaufen ist, keine Ahnung. Ich benutze ihn jetzt so halbwegs erstmal weiter. Klar, nicht auf volle Pulle, aber so ein bisschen wenden mal eben. Das ja, muss er jetzt über sich ergehen lassen. Ich meine, wenn da kein Wasser fehlt und... auf den hier gucke ich natürlich immer die ganze Zeit, der ist, ja, dass er immer wortwörtlich im grünen Bereich ist. Aber der sieht ganz normal aus halt, nichts los bei dem. Ja, deswegen benutze ich ihn erstmal ein bisschen weiter. Vor allem für einen großen Wender, für so einen 8 Sterne habe ich sonst ja auch überhaupt keinen Träger, muss ich mir wieder einen leihen und ja, sind ja auch wieder Kosten. Naja, und vor allem in dieser Heuzeit hat sowieso niemand einen Träger über. Ich hatte schon ein paar Mal nach dem Wender gefragt, als ich den noch nicht hatte, da hatte noch keiner irgendein über und Träger ist noch schlechter und ja, naja. Aber egal, wir können uns das vorher noch mal eben angucken. Das will ich dann ja übermorgen wegmachen und den Rest denke ich mal morgen. Ja, ist schon abends jetzt. Vorher war der Wender noch nicht frei und ich war auch noch auf der Arbeit. Es fühlt sich aber schon sehr gut an, also ich denke mal, wenn das morgen noch einen Tag liegt, dann passt das auf jeden Fall. Ja, aber hier kommt gut was runter. So 611er kann ich ja nochmal mit dem Wender im eingeklappten Zustand zeigen. Ja. Aber kann man merken, dass er ein bisschen Gewicht hat. Der wubbelt doch schon ein bisschen in der auf der Straße. Aber hatte ich glaube ich schon in einer anderen Aufnahme gesagt. Ne? Naja. So, mal eben ausklappen. Und dann wollen wir mal eben ans Werk. So. Den mache ich erstmal runter. Den ein bisschen länger. So, den einmal ziehen. Oh ne, oh ne. Oh, jetzt ist der Oberlenker da eingeklemmt oder was? Habe ich beim Anbau nicht drauf geachtet. So, komm her, du da eben zwischen raus. So, geht doch. Den einmal trecken. Eine Hand nicht so einfach, jetzt aber. So. Kennt ihr eigentlich? Ach, weiß was, ich filme das doch eben mit. Ist egal, die 2 Sekunden haben wir jetzt auch noch. Den letzten Kuhnwender, den ich hatte, den wesentlichen Unterschied, den ich jetzt gerade sehe, ist, dass der zum Ausklappen auf jeder Seite quasi 2 Stempel hat. Hier einmal und da ist noch ein kleiner. Und den Kuhnwender, den ich als allererstes hatte, hatte nur einen langen durchgehenden Stempel. Das ist so das, was mir jetzt aufgefallen ist. Ansonsten sind die eigentlich ziemlich gleich, glaube ich. Außer, dass der keine Grenzsteuereinrichtung hat. So, die Fläche sieht eigentlich schon gar nicht so schlecht aus. Ich fahre hier doch nur mit ganz wenig Drehzahl. Ich mache jetzt sozusagen schon so kleine Schwaden für die Nacht. Ich frage ja nicht mal, ob morgen auch schon Zeit ist zu fressen. Sonst würde ich die Fläche gerne morgen schon wegfressen. Dann entzerrt sich das Ganze ja beim Ballenfahren. Und ich will ja sowieso noch kleine Ballen machen. Ja, und Leute sind mir sowieso nicht so viele. Dass man das so ein bisschen... wie gesagt, entschleunigt, dass wir die Ballen hier morgen schon mal wegfahren können und ja, dass schneller auch beim Pressen geht, dass man in der optimalen Zeit, wenn es am wärmsten ist, also so irgendwie ab 3, halb 2, 3 auch pressen kann. Ja, ich fasse das gleich noch mal an, aber so von außen sieht das echt schon gut aus, hört sich auch gut an. Ja, komm.
irgendwas wollte ich gerade aber ich noch sagen, aber wollte ich auch nicht. Habe ich vergessen. Keine Ahnung. Morgen hole ich den Wender ja noch einmal. Das hier werde ich aber nicht durchwenden, denke ich. Das werde ich gleich morgen zusammen schwaden. Sofern die an die Zeit dazu haben. Ja. Genau, so ist der Plan. So, ich muss nochmal umdisponieren. Ich hatte mit Janik eben geschreckt wegen Pressen. Er sagte, morgen geht klar eigentlich. Aber Samstag hat er jetzt irgendwie doch keine Zeit mehr. Es ist doch so viel und so voll, dass es doch nichts mehr wert. Ja, also vielleicht doch morgen schon alles pressen, was er pressen soll. Normalerweise sollte das alles trocken sein. Wäre umso schöner gewesen, wenn es noch nicht gerade gelegen hätte, aber normalerweise sollte es gehen, denke ich. Ja, das muss ich gleich nochmal eben so ein bisschen hin und her organisieren. Auch mit kleinen Ballen pressen. Ich muss dann morgen entlohnen zu zwei Kunden. Und bei mir selber eigentlich auch. Ja, aber irgendwie kriege ich das hin. Bis jetzt habe ich das irgendwie alles reingekriegt. Nee, aber sonst, wenn das Wetter so bleibt oder so anhält, dann ist es ganz gut. Immer so 10 Hektar Mähen, das schafft man eigentlich am besten, dass man da auch nachher kommt. 10 Hektar Mähen haben wir letzte Woche weggefahren. Diese Woche auch 10 Hektar Mähen. Mein Weg kann nächste Woche gerne irgendwie ein bisschen kühler sein und Regen oder so, dass ich ein bisschen Kartoffeln machen kann. Dann müssen wir noch eben einmal durchhäufeln und noch einmal spritzen. Und dann kann gerne wieder Sommerwetter kommen und die nächsten 10 Hektar. Und dann das alles so ein paar, also 5-6 Wochen lang, bis der zweite Schnitt auch runter ist und dann ja, sind wir damit durch, dann kann das in der Kartoffeln gehen und dann Weihnachtsbäume und dann ist Urlaub. Ja, mal gucken, wie das so hinhaut. So, aber wenn ist jetzt erstmal durch, ich habe das alles so ein bisschen Nachtschwaden jetzt gelegt. Ich habe den Wender für morgen auf jeden Fall auch noch. Ich muss mal gucken, ob ich den überhaupt brauche oder ob ich das dann gleich zusammenschwade, wenn der nicht kommt. Nee, gar nicht wahr. Einmal brauche ich den auf jeden Fall für die große Fläche, wo so viel drauf ist. Das muss ich einmal durchkehren noch. Aber das soll Janik auch nicht pressen. Das wird anders verarbeitet. Und zwar, da sage ich es jetzt ja. Kommt eine Krone Premus und ich will das pelletieren. Ja, da könnt ihr schon mal gespannt drauf sein. Ich bin auch selber sehr gespannt, wie das hinhaut. Ja, also machen wir von den Hektaren jetzt. Rundballen, kleine Ballen und Pellets. So aufgeteilt. Mal gucken, ich bin gespannt. So, jetzt aber genug vom Kern und auch sagt selber. Jetzt zeigen wir gleich nochmal ein bisschen was aus der Werkstatt bei Christoph, der ist nämlich da. Und eigentlich will ich noch ein bisschen Wickelballen wegstapeln. Wobei, da schaue ich bestimmt auch, ich muss die kleinen Trassen nach hin und her fahren. Hier Anhänger schnell hinstellen für morgen. Ja. Wird bestimmt auch nichts mit Wickelballen stapeln. Okay. Ihr werdet sehen. Eben die nächsten Paletten holen. Faulheit siegt. Ja, geht ein bisschen einfacher, als sie mit der Hand alle hinzuschlemmen. Aber ich denke mal, dass ich die da alle hinkriege. Das sieht bis jetzt eigentlich ganz gut aus. Ich hoffe auch, dass ich die nachher mit dem Weidemann da wieder runterkriege, die letzten oben drauf. Aber eigentlich bin ich da relativ zuversichtlich. Das sollte normalerweise gehen. Ja. Ach, Stress, Stress, Stress. Ich komme jetzt gerade vom Schwaden. Meine Stücke zusammen gemacht, eins habe ich noch nach, aber das kann ich auch morgen machen, da will ich mit der HD-Beinpresse und ich schaffe, glaube ich, heute mit der HD-Bein auch nicht alles. So, und jetzt eben schnell den Lohn. Kleiner Fan ist wieder da. Und ich habe die Ackerschienen überhaupt nicht gefunden, keine Ahnung, wo die hin ist. Aber mir wird zum Glück eine neue hergeschickt, die habe ich noch gar nicht gezeigt. Es sind auch noch mehr Sachen gekommen. Ich habe noch keine Zeit, das alles zu filmen. Das kommt aber noch, versprochen. Ja. Aber jetzt fahre ich erstmal los. Zwei Kunden habe ich. So, dann müssen wir ein bisschen kleine Briketts machen. Oh, erster Einsatz für die HD-Beinpresse dieses Jahr. Schönes Moorheu. So, Kunde 1 fertig. Ab zum nächsten. Zum Glück alles im gleichen Dorf, kurze Wege. So schön. Das haben wir schon mal abgehakt. Einsatz sehr gut überstanden. Ja, wobei sehr gut einen kleinen Ausfall gehabt, und zwar den Ballenzähler. Den haben Chris und ich gestern erst angebaut. Aber irgendwie will er nicht mehr ordentlich. Beziehungsweise so geht's. Aber ich weiß nicht, wenn er zu doll irgendwie haut, der Eumel hier, dann zählt er irgendwie nicht richtig. Er hat auf dem ganzen Stück jetzt 45 Ballen. Das könnte nicht hinkommen. Das waren zwei Wagen voll. Oder ja, eineinhalb, hat er gesagt.
Aber jetzt will er wieder. Keine Ahnung, was der hatte. Vielleicht muss die Feder einen Ticken länger. Weiß ich auch nicht. Mal gucken. Was ich noch erzählen wollte, das ist ganz komisch, wie unterschiedlich sich das Heu pressen lässt. Eben bei dem ersten Kunden, das wollte überhaupt nicht in den Pickup rein. Das hat immer nur vorgeschoben und ja, lief links und rechts vorbei. Das war ganz komisch und ganz blöd aufzunehmen. Und hier, der hat das so reingeschluckt und das ging so erst rein zu pressen. Weiß ich auch nicht, also wie unterschiedlich das manchmal sein kann. Weil das so ein bisschen, ja, ich sag mal, gröber und härter ist. Und das eine war ja weicheres Heu, sag ich mal. Ja. So sind die Unterschiede. Naja, so, ich habe jetzt eben noch den Rest fertig gespart auf meinen Stücken. Yannick war auch schon da zum Pressen. Die Aufnahmen blende ich jetzt gleich mal eben ein und ja, jetzt bringe ich noch mal eben die HD-Beinpresse dahin. Dann soll es eigentlich morgen ans Pressen gehen. Ein Stück hatte Yannick jetzt nicht gemacht, das war leider zu nass. Das andere ging aber, ja, habe ich ein Stück jetzt halt mehr für HD-Beinpresse.
Komm mal mit. Ich sag da nichts mehr zu. Warum immer ich? Ich versteh's nicht. Ah, das habe ich jetzt auch noch gebraucht. Ja, nützt nichts. Hier abbauen. Einen neuen Reifen holen. Ich hoffe, ich habe noch so einen. Das muss ich mal gucken. Was ich auch noch gar nicht gezeigt habe. Ich habe noch was in meinen schönen neuen Reifen. Wo ist er da? Ein schöner Nagel. Reifen und ich, wir lieben uns einfach. Ja, aber der hält zumindest Luft, beziehungsweise ich habe den, ich glaube, das letzte Mal beim Osterfeuer nachgepumpt. Ich hatte gedacht, warum verliert der denn Luft jetzt? Und ja, vor 2 Wochen oder so haben wir das dann gesehen, aber naja, Gott. Der hält erstmal so durch, das ist nicht ganz so schlimm, aber der hält nicht mehr hier durch. Ach ja, abbauen, Schlagschrauber holen. Aber die Felge hat zum Glück nichts abgekriegt, glaube ich. Nein. Tja, weiß ich auch nicht, warum das jetzt so los ist. Ah, mal gucken. Naja, da kann ich jetzt zumindest Ballen fahren, hat auch was. Das kann mich ja nicht mehr schocken, ne? So. Tschüss! So, Reifen haben wir schon mal. Die andere AP12 muss man eben einlassen. So, ich habe den jetzt hier in der Beingabel. Ich bringe den mal eben rüber. Dann nehmen wir gleich nämlich einen Anhänger mit. Keine Leerfahrten. Und dann fahre ich mit dem Anhänger erstmal zur Presse hin. Wechsel die Reifen da mal eben aus. Fahre mit dem Anhänger weiter. Lade ihn schon mal auf, hol dann die Presse. Und dann den Anhänger wieder hierher, genau. Das ist, glaube ich, ein Plan. Ja. Machen wir so. Moin, Jungs. Ja. Ich glaube, das mache ich aber einfach eben so, weil der Vlog ist, glaube ich, schon lange noch. Ich kriege jetzt Videomaterial ohne Ende zusammen. Wenn ich auch zum Schneiden komme, ist das gut. Ja, ansonsten tüdel ich hier noch so ein bisschen rum bis heute Nacht. Und ihr könnt meinetwegen jetzt gerne ins Bett gehen, falls ihr das abends guckt. Denn das soll es dann gewesen sein mit dem Vlog. Danke fürs Zusehen, guckt nächste Woche gerne wieder mit rein. Gerne in den Shop gucken, da gibt es unter anderem diese schönen T-Shirts noch und diese Sonnenbrillen. Ja, ansonsten sehen wir uns frisch und munter im nächsten Vlog. Ciao.